Und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Guild Wars 1. Ja, hier in dieser lustigen Mission, die in der letzten Folge total spannend war. Hallo. Okay, hallo. Das ist doch total spannend. Hä? Das ist doch total spannend. Das hier ist aber storytechnisch wirklich eine relevantere Mission als die davor. Ja, aber eine halbe Stunde da rumstehen und auf Untote einprügeln, die auch nur sporadisch angreifen, ist jetzt nicht so geil. Ist unser EP-Buff abgelaufen. Mein Gott. Ja. Okay, wieder neu. Ja. Wollen ja nicht, dass wir nachher nach normal spielen. Ach, nö. Das, was wäre denn das? Das wäre ja scheiße. Normal. So, ich glaube, hier müsste es hochgehen zum Boss. Nicht zum Boss, zum Dingens. Bonus. Aber ich bin inzwischen schon so habe mich hier schon an das Ding gewöhnt. Balkan-Eddins. Kann ich das nicht mitnehmen bis zum Ende? Dann... Oh Gott. Nee. Ja, immer schön politisch korrekt bleiben hier. Wo kommen eigentlich die Glitzerstaubhaufen her? Von den Eddins. Da musst du ein Ritu spielen, dann hast du diese Uhren da ständig in der Hand. Wenn sie nicht total dämlich wären. Hm. Ist halt so. Da kannst du Uhren mit dir rumschleppen. Geht's daneben nicht weiter? Kann ich dich nicht heilen? Ach so, heilen. Das war ja mein Job, ne? Stimmt. Mensch, hier. Penis. Einmal mit Profis. Nee, kannst du knicken. Ja, ich merk's. Ich dabei bin, weiß es, ne? Ja, ich glaube, du bist jetzt gerade nicht das größte Problem von unserer Gruppe hier. Doch, bin ich. Ach komm. Wie wohl wahr, du hast nicht geheilt. Richtig. Ich Schwein. Ich hasse mich jetzt selber. Okay. Wenn ich jetzt da hinten in die Ecke und mach gar nichts mehr. Ja, ist okay. Außer weinen. Machen wir. Kriegen Heulen wir. Und ja. Flennen. Und ja. Pupsen. Und. Alles. Was ist da unten? Oh, ein altes Eichenherz. Ein Eichenherz. Können wir das töten? Aua! Können wir. Es greift mich aber an. Ach, töte was? Ich hab gar nichts gemacht. Die Dinger gibt's auch noch in Guild Wars 2. Ja, sehen halt ein bisschen anders aus. Und sind nicht mehr so garstig wie hier. Ich meine, hier sind sie aggressiv. In Guild Wars 2 ja nicht. Och ja. Dort sind sie auch ein bisschen größer. Gut, sind 250 Jahre älter. Ist das ein Rico? Nee, ein Ranger-Boss. Roger. Ranger, ja. Der hat bestimmt was für mich dabei. Eine Trollsalbe mit dabei. Treibwinde. Und eine Stachelfalle. Autsch. Tschüss. Analtreibwinde. Analtreibwinde, genau. Lecker. Nom 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 nom. Ach, hier oben ist es ja schon. Schau mal einer gucken. Infiltriere ihn mal von der Seite. Nee. Oh, ich hab einen Level-Up. Was? Ich hab irgendwas anderes gemacht. Nö, eigentlich hast du gar nichts gemacht. Außer gekämpft. Ein Schwert, ein Schild. Ja, Bonus. Okay. Schrei mich nicht an. Da bellt was. Achso, das war ein Hund. Echt? Ich dachte, das war die Katze gewesen. Mit Husten oder so. Bröckchenhusten. Mhm. Kam Land mit. In einem schönen Sprühnebel quer über die Wand verteilt. Oh, Sprühwürste, das ist eine Band aus der Nähe. Was? Sprühwürste ist eine Band aus deiner Nähe. Ja. Was machen die so? Sprühwürste. Ja, Lieder. Das würde ich dir jetzt fragen, Mensch. Vom Namen her nicht klar erkenntlich. Wieso mal kein Lieder auf die vielfältigsten? Okay, lassen wir das lieber. Ja. Besser ist dir. Geh doch mal was vor. Ungefähr so. Komm, lass jetzt die Mission weitermachen. Hier, Contenance. Seid ihr denn? Ja. Komm wieder zurück. Buff mal Eile. Haha, ha, 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 ha.
So, ich bin fertig mit meinem ausschweifenden Lachen. Sarkastischen Lachen. Danke, dass du uns das mitgeteilt hast. Geht's da lang oder da lang? Bei dem Lachen fehlt aber noch so ein bisschen stoßhaftes Ausatmen. Ja. Nein, ganz so sarkastisch will ich dann auch nicht sein. Na dann. Ich glaube, es geht hier lang, oder? Du, hier sind auch Gegner, ne? Ja, so. Aber ist okay. Der Krieger rennt wieder davon und... Wo kommen die denn her? Du musst alles selber machen. Du bist an dem vorbeigerannt. Gar nicht. Doch, bist du. Ach, Quatsch. Ich hab's genau... Genau. Ihr habt ja alle keine Ahnung, wie meine Klasse funktioniert. Doch. Nicht durch Vorbeirennen. Vorbeirennen und flüchten. Ja. Ach nee, das war der Assassiner. Ah, echt? Moment. Moment, warum spiele ich das nicht? Gibt's nur in Factions. Ja. Kannst du in der nächsten Kampagne dann gerne spielen? Kann ich? Ja. Dann wird er von vorn anfangen? Ja. Nee, dann will ich nicht. Puh. Was machst du denn da? In einem Spiel spiele ich doch sicher nicht verschiedene Charaktere hoch. Geht's noch? Ach, sei der einfach still. Oh, ein Kriegerboss! Yeah! Komm her, du Sau, du hast einen neuen Elite für mich. Wo seht ihr das überhaupt? Erleuchtet. In Kriegerfarben. Krieger sind gelb. Ja. Also wie die Power Rangers. Nee, die waschen sich so selten. Ja. Und Nekros sind dunkelgrün und Waldis sind hellgrün. Nicht verwechseln miteinander. Was sind Mönche? Und guck mal, da ist ein Quest. Dinas. Was haben Mönche? Mönche sind blau. Mönche sind blau. Ups, ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid die Helden, die in aller Munde sind. Das ist in aller Munde. Genau. Und wir werden euch zum Tempel der Toleranz erfüllen. Wir können nicht zum Tempel zurück. Es wimmelt dort von Untoten. Das nee, ist echt? Bereits erledigt. Der Tempel ist jetzt sicher. Dem Himmel sei Dank. Beichtvater Dorian warum wird hat er sich das Zepter freuen, von Ohr? Das Zepter endlich wiederzubekommen. Das sieht doch voll nun, dann beeilen wir uns besser. Er ist doch weggerannt und hat das Alex Ding rausgeholt. What the? Oh Mann. Die Zwischensequenzen hier. Brüller. Hey, da waren wir doch eben. Tretet vor! Guck mal, die heilen mich. Das war sehr tapfer, euch dem Übel so mutig in den Weg zu stellen. Allen Widrigkeiten zum Trotz habt ihr alle den Pfad des Helden gewählt. Dafür stehe ich in eurer Schuld. Ist der Gustav als Belohnung für eure Dienste für den weißen Mantel werdet ihr in unsere Organisation eingeführt und zum Ritter des Mantels erhoben. Ja, Eike wird gesagt. Aber wir kriegen keinen Mantel. Ritter des Mantels, erhebt euch und tretet zu euren Waffenbrüdern. Ich bin Ritter des Mantels. Ich möchte einen Mantel haben. Jetzt. Wir haben einen Fertigkeitspunkt verdient. Ach, läuft das hier über die Mission und nicht über die Quests? Kann das sein? Über Mission und Level-Ups und manche Quests. Ohohoho. Ich denke, es gibt nur zwei. Ah nee, zwei durch Quests, ne? Zwei durch kampagnenspezifische Quests. Das sind keine Fertigkeitspunkte. Das sind Attributspunkte. Ah, Fertigkeitspunkte sind die, die du brauchst, um Skills zu kaufen. Nack. Küste der Göttlichkeit, hier ist nachher Götterfels. Nur um es mal gesagt zu haben. Kaufmann? Ja, wo ist er? Bestimmt hier hinten. Truhe. Wo ist die Truhe? Ach, da. Hier. Stefan hat ihn auch noch nicht gesehen. hier kannst du jetzt im Übrigen auch dein Identifizierungsgedöns kaufen, ne? Alles weg. Zu wenig Alles. Geld, glaube ich. Wie zu wenig Geld? Ja, ich habe irgendwie noch zwei Platin. Das reicht doch, Dicke. Gerade sagen, also. Hab ich nicht an. Du hast zwei Platin? Drei. Wo
Von dem, was wir hier gelevelt haben? Echt? Keine Ahnung. Das ist ja schon einiges. Oh, warte. Du bist Jens, kein Händler. So, wofür das haben wir... kommt ganz drauf an. Wofür haben wir jetzt eigentlich das Zeichen von Jantir bei uns? Wahrscheinlich für eine Quest. Ach. Wir haben einen Krieger verloren. Nee, warte mal. Der ist noch hier. Hä? Warum ist der aus der Gruppe rausgeflogen? Pack mal wieder einen Heiler ein, übrigens. Ach so. Gut, dann schmeiß ich den kleinen Turm wieder raus. Keiner mag den kleinen Turm. Nee. Aber dafür wird der Stefan drinnen gelassen. Oder der... Hier, was? Der Steven. Was nimmst du zurück? Steven? Mann, der heißt so. Nenn mich nicht Steven. Das nimmst du zurück! Der NPC heißt so. Ich kann nichts dafür. So. Ist aber wirklich ganz genau da, wo später Götterfels ist, ne? Das ist da nördlich in die Richtung, da oben, wo jetzt diese Siedlung ist. Oh, sieht man ja schon so ein bisschen, ne? Total, total. Die Anfänge sind gemacht. Also ich habe noch 3 von diesen EP-Schriftrollen. Yay, wie gesagt, kannst du den Löwenstein kaufen. Ja, machen wir später. Natürlich. Habt ihr alle verkauft, Inventar aufgeräumt, dann kommen wir nämlich direkt... Nee, bin noch dran. Okay. Einmal, ne? Einmal mit Profis. Rein nee, ich nicht an. Nee, nee. Er soll ruhig gucken, was er da macht. Hast du eigentlich schon Max-Status-Waffen? Keine Ahnung. Er rennt noch mit dem Ding aus dem Tutorial rum. Ach so, aha, ja, das erklärt einiges. Die hätten ruhig ein paar mehr Bäume dahin packen können. Das sieht schon ein bisschen kahl aus. Die zu viel Performance. Ja, hast natürlich auch recht. Wann ist das rausgekommen? 2006 oder 2004? Was? Guild Wars. Prophecies oder welches? Ja, ja. Das war 2000. Ich glaube 2006. Weil 2008 nee. Kam Factions? Nein. 2006 kam Factions. Ich glaube 2005 war Prophecies. Okay. Moment, ich überprüfe. Wobei, 2006 kam neben Factions ja auch noch Nightfall. Das war im gleichen Jahr. 28. Stimmt. April 2005. Ja, guck. Das erstaunt mich so. Factions und Nightfall in einem Jahr. Beides ja. Richtig geile, dicke, fette Kampagnen. Die waren, glaube ich, nur 6 Monate auseinander. April und Oktober. Und damals war ArenaNet ja, glaube ich... Wie viele Leute hatten die? 60? 80? Irgendwas um den Dreh. Mhm. Und heute halten sie sich ein Jahr mit einer Living Story auf. Puh. Und ich bin immer noch angepisst von dem neuen Trailer. Mensch. Ist es fertig? Penis, gehen wir. Keine Ahnung. Betreten. Yay. Mission wird gestartet. War das mit dem Auge von Jantir? Ja, ja. Alex? Bitte? War das mit dem Auge von Jantir? Ja. Okay. Hier war aber irgendwas mit einer Siedlung, die wir verteidigen mussten, richtig? Der Bonus hier war alle Chosen Ones Escort hier. Ah. Ah, ja, ja. Ah, ja, the Chosen One. Ich habe irgendwie noch in Erinnerung, dass die Mission hier fies war. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau warum. Na, wir werden's sehen. No? Aber irgendwas war hier. Na gut, nichts ist fieser wie die Kaineng-Mission in Factions. Da bin ich echt froh, keinen Nahkämpfer spielen zu müssen. Zentrum von Kaineng. Nicht nur im Zentrum.
falls du dich dran erinnerst, das sind diese Viecher, die beim Ableben alle noch mehr explodieren. Und wenn halt drei gleichzeitig neben dir sterben, zerreißt dich halt, ne? Da erinnere ich mich nicht mehr. Nur an so einen Mitsuna-Platz. Ist auch, glaube ich, ganz... Ach ja, das mit dem Mitsuna-Platz, das war auch fies. Aber das sehen wir später. Später. In Staffel 2. Season 2. Jaha. Jetzt müssen wir ja heute erstmal in die Kristallwüste kommen. Ich würde sagen, heute machen wir Staffel 1 fertig. Ja, okay. Hm? Habe ich kein Problem mit. Ich aber. Ja, wenn es heute noch... Du musst auch mal einen fürs Team nehmen. Da hinten ist Fraxok. Das scheint ein edle Fraxok. Boss zu sein. Ja, auch noch gibt immer einen Moralschub, gell? Ja. Fraxschmock. Was wir haben, haben wir. Und die Ele können gucken, was sie da noch von ziehen können, nicht? Also ganz genau... Einer. Mann. Die ist voll langsam, ey. Da kann ich runternehmen. Ja, so schnell wie die mir das draufhauen. Lass es drauf, ernsthaft. Nee, das macht Schaden, wenn ich sie runternehme. Ja, wenn ich Kilometer weit wegstehe von den Gegnern. Ja, nee, du musst schon drankommen. Das ist ja mein Problem. Das ist ja mein Problem mit der Verlangsamung. Halt die Schnauze. Kommst du nicht an die Gegner ran? Wenn du verlangsamt wirst, wenn du 3000 Kilometer wegstehst, dann... Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt's an der Badehose, gell? Ja. Das ist übrigens das Auge von Jant hier, was dafür benutzt wird, die Auserwählten zu finden. Illuminati! Willkommen in Schattenmoor. Ohne etwas zu spoilern, ich möchte kein Auserwählter sein. Das ist das Auge von Jantir. Es kann das magische Talent erkennen, das in jemandem schlummert. Die Erklärung von ihm gerade ist übrigens korrekt. Wen es anstarrt, der steigt ruhmreich auf oder versinkt in Schande. Yep. Bringt es mit jenen nach Lehmhorst, die das Auge als würdig erachtet. Aber ehe es mit euch kommen wird, müsst ihr euch im Brunnen der Wahrheit auf dem Hügel im Südosten reinwaschen. Wenn ihr rein seid, kommt wieder, um das Auge zu holen. Dann könnt ihr die Prüfung ablegen. Alles klar. Juhu, Bikini-Party. Südosten. Nie ohne Seife waschen. Links. Spielt doch jemand tatsächlich Path of Exile? Geht's noch? Wer? Oh, ho, 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 ho. Der Elf. Oh, ho, ho, ho. Hol mal deinen Feuerkobold wieder. Achso, ja, richtig. Als wenn wir ihn gebraucht hätten. So. Wir müssen baden gehen. Da oben ist eine Tafel von Jantir. Schade nicht, ne? Geh mal hin. Hier sind drei Tafeln von Jantir, wenn ich das gerade richtig sehe. Ich bin halt so cool, ich gehe halt langsam, ne? Wirkliche Prüfung eines Gläubigen ist seine Fähigkeiten zu sehen, bla bla bla, okay. Interessiert auch irgendwie kein Mensch, ne? Ach, hier ist der Brunnen. Und die Musik hat aufgehört zu spielen. Ah, nee, neue Musik. Oh, Krüterschlüssel. So, bevor wir jetzt irgendwo hingehen, würde ich gerne hier die Folge kurz beenden. Ja, liebe Leute, am Brunnen. Beende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Kommentare unter diesem Video sind wie immer gerne gesehen. Bleibt anständig und bis zum nächsten Mal.
guten Abend.